Okay. Okay, wir geben ihm rauf. So. Mit Belgien. I don't know what that is, but I kind of want to thwack it. Sehr? Pretty. Was haben wir denn noch so? Wir that haben does not need to be raked. Nice statues. What the... How did you get up here? I used the door, silly. Hm. The door was supposed to be locked. Please leave. My art requires the utmost precision. Precision. What happens if you mess up? The sculpture is ruined, of course. The slightest imperfection transforms a timeless masterpiece into a bumpy, worthless slab. Wow, don't mess up. Thanks for the tip! Also bitte, schreib's los! Did you carve the statue of Lupin down in the library? That wooden monstrosity? With a loose left hand? Not on your life! Brilliant or otherwise, Edwin Lupin is not what I would call statue material. Mm-hmm. That middle statue looks a little crooked to me. Impossible! I checked its orientation repeatedly as I carved. Professor Newton even lent me one of his experiments for that very purpose. What happens if you mess up? The sculpture is into it. Oh, don't mess up. Thanks for the... See you around. Please lock the door as you leave. Nö. Statue. Modellgebilde. Vielleicht können wir ja... Oh Mann, ich muss mal aufhören, was machen wir da. Ja? Ah. Ups. Thwack. Was haben wir denn? Eine Scheibe. You know what? I'm always just picking up objects and shoving them into my backpack. This time, I'm doing it with style. Nein. Vollidiot. Pretty. Pretty. Wir haben nur noch das Horn. Kann man das von hier oben auspusten? No way. Dude's got a chisel. Dann gehen wir runter. So, wo liegt denn das? Ach ja. So, Scheibe. Guess I'll stick to the basics. Sehr fein. So, jetzt haben wir eine Scheibe. Vielleicht können wir die Scheibe ja jetzt hier hinten bei den Golfspielern mit benutzen. Vielleicht kann ich dir hier mit reinklopfen. Irgendwie dort rein, irgendwie. Ich probier's halt einfach mal. Ach, ich wollte nicht meine Aufnahme passen, verdammt. I don't think that will work. Was brauchen wir denn die jetzt? Jetzt brauchen wir jetzt diese komische Scheibe. I don't think that will... Jetzt haben wir eine Metallscheibe. Schön und gut. Ach halt, ich will noch mal raufgehen. Vielleicht kann man die ja an so eine Statue heften. Oder? Vielleicht kann man die ja magnetisch machen. Moment. Moment. Ich bin's, der Inspektor. Schönen guten Tag. Greif zu. Kostet nichts. Und wenn's nichts kostet, kann's kosten, was es will. This disc is seriously magnetized. Sehr schön. Jetzt haben wir magnetisierte Scheibe. Warum jetzt die schon wieder? Eine magnetische Scheibe. Können wir die vielleicht... weiß ja nicht. Eine Statue machen. Well, now that's in there. Just a bowl with a seriously magnetized disc in it. Okay, dann gehen wir mal runter. Und lassen Robin Hood mal schießen. Mal sehen, ob das jetzt mal irgendeine Wirkung bringt oder zeigt. Oh Mann, oh, ich nehme schon wieder so lange auf. Das ist doch nervig. So, komm mal her. Ich habe ja eigentlich gar keine Zeit dafür, aber ich muss es halt einfach tun. Los.
Schießet, meine Schergen des Grauens! Am meisten du hier vorne, den Ländern für Arme. Oh. We did it thanks to you, Isaac Newman, said Larry Plotter. Now you're my best friend instead of Dom. Hä? Dieser Vorspur. Errungenschaft freigeschaltet. Aha. Juhu, wir haben eine Errungenschaft. Yay. Warum soll ich mal angucken? Ah! Ende? Zeit für eine Pause. Dein Fortschritt wird automatisch gespeichert. Ja, gut, dann würde ich auch mal sagen, es ist Zeit für eine Pause. Herumlaufen, tippe. Das ist dieses Tutorial, das kannst du so angucken. Hotspot F. Das hab ich ganz vergessen. Muss mal F drücken. Ah, genau. Sollen wir irgendwas übersehen haben? Dann nehmen wir jetzt alles. Na, der Magnet liegt da jetzt zwar oben, aber... Hm. Better than new. Ich mache jetzt mal eine schnelle Aufnahmepause. Okay, liebe Freunde, ich danke euch bisher fürs Zuschauen. Und bis später, liebe Freunde. Ihr seid immer noch die Besten. So, da sind wir mal wieder bei dem guten Kelvin hier. Kelvin Klein. Und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Ich habe jetzt wirklich mal so keinen blassen Dunst. Ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Es kommen auch ein paar keine Folgen. Warum haben wir Brief? Wir gehen mal. Was machen wir denn jetzt mal? Achso, erstmal herzlich willkommen zurück bei Kelvin und die Infamous Machine. Jawohl. Ja, schönes kleines Spiel. Auch ich komme jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr zum Spielen. Aber jetzt sind wir ja mal wieder. Wir gehen nochmal hier. Na komm. Deswegen kommt jetzt auch in letzter Zeit keine Folge. Weil irgendwie... Achso. Nee, F war, glaube ich, ne? F? Jo, F. So, was haben wir denn hier alles? Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Das gibt's doch nicht. Dann das. Kann man hier irgendwas noch nehmen? Wir gucken nochmal in die Werkzeugbox. Nothing left in here. Verdammt nochmal. These are full of something dark and viscous. Oil, maybe? Good. There's a plumb bob hanging from the well. Good. This guy sure likes his clocks. Teleskop. Shiny. Kaputter Gartenzwerg. I don't need to hide anymore. Na, verdammt noch eins. Irgendwas haben wir hier übersehen. Denke ich zumindest, dass wir irgendwas übersehen haben. Ich weiß. There's a plumb bob hanging. Halt die Klappe. Okay, was haben wir hier? Kreisel. Oh, siehst du? Ich wusste doch, irgendwas haben wir übersehen. Haha, wie jetzt haben wir? Ein rostiges Zahnrad, liebe Freunde. Wir haben ein Zahnrad. In den Zahnrad hätte ich jetzt mal eine Idee. Mal sehen, ob das klappt. Ich laufe hin und her. Lalalala. Ja, ich kam jetzt die ganze Zeit nicht mehr zum Aufnehmen. Ich bin zurzeit im Vollstress. Aber jetzt habe ich meine Stunde und da dachte ich mir, komm, wir spielen das jetzt mal. Einfach mal so, ohne drüber nachzudenken. Ach doch, mit Nachdenken. Doch, wir denken schon drüber nach. So, wie allem, ich probiere mal, das Zahnrad hier einzusetzen. This won't do any good in its current condition. Will ich mich jetzt verarschen? Mann, mal hier rein! This won't do any good in its current condition. Alter, mich jetzt hier vor Kackeiern. Vielleicht können wir das hier... wir gehen nochmal zurück. Vielleicht können wir das hier in das Öl tauchen. Vielleicht klappt das ja. Komm, lauf zu, Kelvin. Kelvin Klein. Der nicht so groß ist. So. Gehen wir mal rein hier. Vielleicht können wir das ja hier in das Öl tauchen. Vielleicht wird es ja dann wieder. Wolf. Wolf. The rust came right off. Amazing. Oh God, I sound like an infomercial. Ja, kaufen Sie auch jetzt Zahnrad. Rostig wie nie zuvor. Für nur 1,25 € das Stück.
Bei 10 gibt's natürlich Rabatt. 1,578732%. Bei mir kaufen Sie die besten rostigen Zahnräder. Jetzt laufen wir hier rüber. Irgendwas hier. Jetzt probieren wir das nochmal mit dem Zahnrad. Das ist zu rostig. Du bist auch rostig. Wer rostet, der rastet. Wer rastet, der rostet. Uh-oh. Looks like this ball return has a faulty, transistor. A faulty what? Transistor. It's highly technical. Fortunately, I have a replacement right here. Aha. Und jetzt? Go ahead. Take a test shot. Komm mal. Ah. Okili-tokili. Good as new. Okay, bye. Ja, ja. Ups. Das wollte ich jetzt nicht wegklicken. Das war keine Absicht. Ach, immer diese Golfspieler. Na, nimm den Ballo. Ibi. Und jetzt probieren wir mal was mit dem Ball. Achtung. Ich habe da nämlich so voll die krasse Idee. Ich meine, du hast voll die krasse Idee, weißt du? Dann gehen wir hier vorbei. Du. Ich bin der Holzhacker Klaus. Können wir vielleicht mit dem Ballo, mit dem Hundi spielen? Aha. Fang den Ball! Los! Asto! Oh, come on! I just fixed that! Hier liegt eine Schere, die nehmen wir mal mit. So, jetzt haben wir nicht. Was haben wir denn jetzt alles? Wir haben Briefe, wir haben ein Horn, wir haben Scheren. Boing. Trudel. Wir haben hier noch den Robin Hood. Bei Robin Hood ist die Welt kaputt. Hey, was klatscht denn so doof? Hm? Hast du keinen Ball mehr, Trudel? Blöd, Mann. So. Das Golfspielers letzter Schlag. Ja, dann gehen wir hier raus. Mit der Schere. Da hat er was von dem Lot erzählt, was an dem Brunnen hängt. Vielleicht können wir mit der Schere ja das Lot abschnibbeln. Und das haben wir dann Lot halt. Ah, schnipp, schnapp. Schnipp. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir einen Loot. Wir haben einen Loot. Toll. Wir haben Briefe, wir haben ein Horn, wir haben das Loot. Was machen wir jetzt damit? Keine Ahnung. Hier oben war der komische Bildhauer, ne? Vielleicht fehlt noch irgendwas in der Schüssel. Vielleicht können wir die Briefe mit reinlegen. I don't think that will work. I'm not sure how those go together. Gut. No, I'd rather not. Sag ich doch. Und vielleicht an die Statue? Kann man da vielleicht was dranhängen? Yay! Was? Nu? Ey, hast du die Stoffe in der Binde oder wurde die geschnitzt? Nein, wirklich, die Statue ist super schief. No, really, look, look, look! The statue is super crooked! Mon Dieu, I can't believe it! But you're right! I must correct this immediately! Noch eine Weile. Jetzt ist er vollkommen schief. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zum Robin. Die Welt ist kaputt hier. Der Robin ohne Hut. Und lassen den nochmal schießen. Jetzt ist die Statue schief, wo sie mal drauf abgeklammert ist. Mal gucken, was da jetzt hier passiert. So, wir blasen das Horn. Los, blas mir das Horn, du Sau. Okay.
yelled Larry Plotter. He was pulled toward the ground with a force proportional to... Proportional to... Boom. Ah, ich glaube, wir haben es geschafft. Calvin, you did it! The entropy gauge just dropped from red to yellow! Heck yes! So I got Newton to stop writing that lousy fanfiction? Not quite. He just changed the title to Larry Plotter in the Inverse Square Law of Gravitation. But, you know, close enough to save the universe. So can I come home now? Please? Sorry, Calvin. There's at least one more anomaly we need to fix immediately. Lame. Why don't we switch jobs for this one? Oh, because you don't know how to use any of the equipment in the lab? Except the massage chair. He has a name, Lise. Except Fabio Armand Comichel. Thank you. Time machine incoming. Ah. This isn't where I left my loofah.